Hartes Training oder doch Talent? Was ist denn nun wichtiger, um ein Ziel, was man vor Augen hat, zu erreichen? Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass es eine Kombination aus diesen beiden ist. Wir sehen in den ganzen Animes die Charaktere, die außergewöhnlich sind und mit einer bestimmten Gabe geboren werden. Sei es Ruffy mit seinem Königshaki, Sasuke mit dem Sharingan oder auch Charaktere wie Neji mit dem Byakugan. Doch es gibt auch viele Charaktere, die aufgrund von mangelndem Talent es nicht weit schaffen in der Anime-Welt. Rock Lee ist nicht einer von diesen, meine Freunde. Ein Typ, der ohne Talent geboren wurde und aus diesem Grund kein Ninjutsu oder Genjutsu anwenden kann. Schon früher hat er gemerkt, dass er enorm im Nachteil ist dadurch. Doch nun habe ich mir die Frage gestellt, wie wäre es, wenn er doch wie jeder andere Standard-Ninja der Generation sein Chakra nutzen könnte? Und ich möchte hier nochmal erwähnen, dass diese Art von Videos nur dem Kopfkino dienen. Die Serie Naruto ist schon längst vorbei und das einzige, was uns bleibt, ist nochmal an die Momente zurückzudenken und uns vielleicht einige Fragen zu stellen, wie wäre es doch, wenn das und das passiert wäre. Und genau das machen wir heute. Also als erstes muss ich direkt sagen, dass Lee so nicht mehr unser Rock Lee wäre. Sein Taijutsu wäre annähernd nicht auf diesem Niveau, wo er sich jetzt befindet, weil er dann natürlich viel mehr Bereiche hätte, worauf er sich konzentrieren muss. Sein Taijutsu ist ja nur so stark, weil er wie ein Verrückter trainiert. Er läuft den ganzen Tag auf den Händen, weil er nichts anderes machen kann. Er kann kein Ninjutsu, er kann kein Genjutsu und deswegen fokussiert er sich extrem auf dieses Taijutsu. Und wenn er sich auf mehrere Sachen konzentrieren müsste, dann können wir uns, glaube ich, alle denken oder wissen, auch dass er dann nicht dieses Taijutsu hätte. Ganz logische Auswirkung. Und er wäre nicht mehr einzigartig. Er wäre ansatzweise nicht so einzigartig, wie er jetzt ist. Rock Lee steht für Fleiß, Rock Lee steht für talentlos, aber Rock Lee steht auch für zielstrebig. Und ich finde, wenn er diese Sachen nicht hätte, dann wäre er auch ein ganz anderer Charakter. Wirklich ein komplett anderer Charakter. Das hat ihn zu dem gemacht, was er heute ist. Dass er einfach benachteiligt ist im Vergleich zu den anderen. Er hat dieses als Stärke genutzt und sich zu einem sehr starken Krieger gemacht. Und sein Taijutsu wäre auch niemals auf dem Niveau, die Tore zu öffnen. Wir wissen ja, dass Rock Lee auch die Tore öffnen kann und wir wissen auch, dass die Voraussetzung ist, dass man körperlich auf einem extrem hohen Niveau ist. Okay, nicht jeder kann diese Tore öffnen, um genau zu sein, Guy ist der Einzige, der es kann, der noch am Leben ist mit Lee. Und Guy ist aber nicht in einem guten Zustand, das wissen wir. Trotzdem, theoretisch kann er es. Und du brauchst ein sehr hohes Taijutsu-Niveau, um das anwenden zu können. Und das hat Rock Lee. Und er ist der Einzige im Dorf momentan, der es hat. Ob es jemand anders sich vielleicht antrainieren könnte, wissen wir nicht. Können wir jetzt nicht sagen, wir sind nicht Kishimoto. Aber wir wissen, dass Rock Lee der Einzige ist, der es gerade beherrscht. Dementsprechend können wir auch sagen, dass er damals schon keine Chance gegen Gaara hätte. Also er hat ja nur gegen Gaara teilweise ankommen können, weil er die Tore geöffnet hat und somit einfach enorm an Stärke gewonnen hat, an Schnelligkeit und Gaara so gar nicht mitkam. Mit normalem Ninjutsu hätte er Gaara sowieso auch nichts anhaben können. Sein Taijutsu hat ihn so gefährlich gemacht und da muss man sich mal vorstellen, würde Rock Lee als Charakter gar nicht so sein und könnte Ninjutsu und Genjutsu nutzen und wäre an sich gar nicht so ein Taijutsu-Experte, dann wäre alles anders, dann würden wir nicht Naruto gucken und wären direkt geflasht, weil ich finde, Rock Lee, dieser Kampf war das erste in Naruto, was richtig geflasht hat und das wäre nicht passiert. Wir hätten nicht sagen können, oh, warte ab, bis der Kampf gegen Gaara kommt. Der wird heftig. Also, Rock Lee ist so schon einzigartig und es ist gut, dass er kein Ninjutsu und kein Genjutsu kann, weil ich bin zum Entschluss gekommen, dass er insgesamt um einiges schwächer wäre. Ihr könnt mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, aber so absurd es klingt, wenn Lee von Anfang an Ninjutsu und Genjutsu nutzen könnte, dann wäre er insgesamt schwächer. Davon bin ich fest überzeugt, einfach weil er sein Taijutsu nicht so ausgebaut hätte und sein Taijutsu ist das, was ihn halt einfach ausmacht. Natürlich könnten wir uns doch denken, okay, wie wäre ein Rock Lee, der schon auf diesem Taijutsu-Niveau ist, das wir kennen, mit Chakra oder halt ein Rock Lee, der Chakra nutzen kann. Aber wenn wir das uns jetzt, wenn wir das betrachten würden, dann würden wir uns einen komplett neuen Charakter ausmalen und das ist nicht der Sinn. Wir wollen schon realistisch bleiben und wirklich die Entwicklung auch betrachten, wie es wäre, wenn er Chakra hätte. Oder wenn er Chakra nutzen könnte, besser gesagt. Er hat ja Chakra, sonst könnte die Tore ja gar nicht öffnen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin der Meinung, er wäre schwächer. Ich habe meine Punkte hier aufgezählt. Ihr könnt eure Meinung mal in die Kommentare schreiben, Leute. Lasst doch ein Like und ein Abo da. Schreibt einen Kommentar. Ist alles kostenlos, schadet nicht. Das war's von mir, euer Kadiro. Peace.